Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken. Ich habe vor, heute mal ein bisschen die Pyramide noch weiter zu erkunden, weil ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht noch was finden. Bis jetzt nur die Bestie und eine seltsame Karte mit einer Zeichnung. Ich bin gespannt, ob es noch was zu entdecken gibt. Und ich werde deswegen die Karte der Pyramide einigermaßen vervollständigen. Ich gehe jetzt mal hier in den Drei-Personen-Raum. In dem waren wir noch nicht. Warte mal, der Drei-Personen-Raum ist von der anderen Seite ein Schiffsraum. Ja, das bringt jetzt mein System ganz schön durcheinander. Jetzt macht nichts mehr Sinn. Ich dachte, die Türen sind auf beiden Seiten gleich. Aber gut. So, jetzt sind wir hier durchgegangen. Auf der Seite ist jetzt der Durchgang. Ah ja. Das macht Sinn, okay? Da waren wir aber schon und müssen wir nicht mehr hin. Oh! Naja, gut. Dann können wir genauso gut da lang gehen. Jetzt sind wir hier. Das heißt, hier sollten wir zurück in den Eingang kommen, über den wir gekommen sind. Ein langer Gang, wo es nichts gibt, außer eine Sonnentür am Ende. Sehr gut. Hier ist jetzt gleich ein Schiffseingang neben unserem Sonneneingang. Da waren wir noch nicht. Ein langer Gang. Mit böser Bestie. Aha. Aha. Ein langer Gang mit böser Bestie hier. Dunkler Raum. So, dann gehe ich mal zurück. Hier ist eine Sonnentür. Und hier kommt jetzt gleich ein Schiffsraum, durch den wir auch noch nicht gegangen sind. Ein Schiffsgang. So, jetzt muss ich kurz umdenken, wie wir jetzt hier rausgekommen sind. So quasi. Okay. Das ist jetzt auf der Seite ein Dreierraum. Und der sollte aber dann gleich wieder zurück in den Raum führen, aus dem wir gerade gekommen sind. Und hier ist eine Wand. Nee, hier geht's weiter. Ah ja, das macht Sinn. Okay. Hier waren wir dann nämlich schon. Dann gehe ich mal hier nochmal zurück. Eigentlich wurscht. Hier durch die Sonnentür. Und dann sollte das hier uns wieder irgendwo... Genau, der Durchgang ist jetzt neu. Da waren wir noch nicht. Hä? Die Tür sollte meiner Karte nach nicht existieren. Da stimmt jetzt was nicht. Die beiden Türen sind unmöglich. Meine Karte war so gut bis gerade eben. Und jetzt ist sie komplett kaputt. Shit, die hat gerade noch perfekt funktioniert. Und jetzt haben wir hier die unmöglichen Türen. Es sei denn, da ist mehr Raum zwischen den Gängen, als ich dachte. Aber dann dürfte, wenn ich jetzt hier durch das Schiffchen gehe, nicht viel kommen eigentlich. Ich habe das Gefühl, Schiffe sind auf der anderen Seite immer Drei-Personen-Räume. Ha, das macht keinen Sinn mehr. Shit. Ich weiß nicht genau warum. Das ist wirklich komisch. Meine Karte hat bis gerade eben noch wunderbar funktioniert und jetzt ergibt sie keinen Sinn mehr. Jetzt habe ich mich auch ein bisschen verlaufen. Oh oh, ich habe mich verlaufen. Aber das stimmt. Drei-Personen-Räume sind auf der anderen Seite immer Schiffsräume. Ich sollte der Sonne folgen, dann kenne ich mich bestimmt wieder aus. Ich muss am besten... Muss irgendwas finden, was ich wiedererkenne. Einfach der Sonne. Folge der Sonne. Langer Gang ohne irgendwas. Langer Gang ohne irgendwas mit Sonnenraum. Kann das sein, dass wir jetzt hier sind? Dass hier jetzt... Nee, stimmt nicht.
Hä? In meinen Helmen sind nur 7 Minuten Sauerstoff übrig. Oh. Entweder fülle ich sofort nach oder finde einen Platz, wo ich atmen kann. Okay, 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 okay. Keine Panik. Wir füllen nämlich sofort nach. Und gehen zu einem Ort, wo du atmen kannst. Genial, oder? Na guck. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Eine Dreiertür, dahinter eine Sonnentür. Und dann nix. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, Leute. Ah, hier sind wir. Okay, wir gehen jetzt einfach, oder? Ich glaube, wir haben es gefunden. Ich glaube, das war unser Ziel. Ich glaube, alles andere ist nur noch Labyrinth. Deswegen gehen wir jetzt meiner Karte nach. Weil zumindest zum Ausgang finden wir dank der Karte wieder. Auch wenn es scheinbar irgendwo einen Fehler gibt, den ich echt nicht verstehe. Weil die Karte funktioniert perfekt. Deswegen ist es komisch, dass sie dann plötzlich nie mehr funktioniert. Aber okay. Whatever. Wir hauen einfach ab. So. Den langen Gang entlang. Bis zur Sonnentür hier. Hier auch den langen Gang entlang bis zur Sonnentür. Jetzt da lang. Genau, und da lang geht es in dieses, in das Reich, das nicht existieren dürfte. Interessieren würde mich jetzt schon irgendwie. Aber warte mal, das. Ah, wartet mal, das habe ich hier falsch gezeichnet tatsächlich. Ich komme hier nämlich bei einer Seitentür raus. Das ändert alles. Ich schaue quasi so auf diese Tür. Wenn ich darüber gehe, und hier ist ein Schiffchen, dann macht das doch Sinn. Ich habe es nur falsch gezeichnet. Wenn ich hier weitergehe, bin ich beim Ausgang? Was? Hä? Okay. Keine Ahnung. Aber wir haben irgendwas entdeckt, ne? Wir haben eine seltsame Zeichnung entdeckt. Wir haben dieses halbe Creeper-Gesicht. Bei den beiden Personen, Männlichkeit. Wenn das Männliche in der Sonne ist, dann schickt die Pyramide einen Laser zum Gesicht vom Mars, wenn man dort irgendwo das Creeper-Gesicht zeichnet. Was? Leslie! Wie sieht's bei dir aus? Die ägyptische Sphinx-Einkerbung. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas Wichtiges nicht gecheckt habe oder irgendwie, keine Ahnung. Das ist komisch. Arbeiten wir mal an unserer Karte auf dem Mars weiter. Map. Da waren wir. Ich weiß nicht, ob die Map das einzige Ziel ist. Ich gehe jetzt mal hier durch diese Tür. Ich muss genau wieder arbeiten. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich sehe das Ganze jetzt quasi so. Mhm.
dann nehme ich an, dass die Tür in den gleichen Gang führt, aus dem wir gerade gekommen sind. Dass ich jetzt hier wieder da bin, wo wir gerade waren. Genau, das stimmt soweit. In die Richtung kommt eine grüne Tür. Interessant. Da kommen sogar zwei Türen direkt aneinander. Wow. Das gibt mir von den Proportionen her schlecht aus, aber gut. Weil das müsste dann hinter dem Map-Raum sein. Oh Gott, das geht bei mir proportional überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier ordentlich zeichnen soll, aber meinetwegen. Ha! Ach du Scheiße. Ob ich da bei der Map was falsch gemacht habe, das kann irgendwie nicht sein. Ob ich da wieder irgendwo die Perspektive verdreht habe, irgendwas falsch gemacht habe, ich bin mir nicht sicher. So, jetzt sind wir hier. Hier ist eine Wand, kann ich eigentlich mal zeichnen, hier geht es gar nicht weiter. Ja, ich muss aber schon in die Richtung, wenn ich noch weiter erkunden will, müssen wir da lang gehen. Die beiden Türen führen beide zur Map. Und hier hinten sind die beiden unmöglichen Türen. Na, schauen wir mal in die gelbe unmögliche Tür. Die hat jetzt Türen nach oben. Das erscheint mir wirklich einfach nicht möglich. Verdammt. 1, 2, Pause. 1, 2. Moment, außer wir sind wieder beim Eingang. Wir sind wieder beim Eingang. Das passt. Eventuell. Aha, warte mal, wenn ich den Gang hier. Da ist einfach nur die Perspektive sehr verschoben bei mir. Dann dürfte die obere Tür aber nochmal irgendwo anders hinführen. Von den beiden in dem Gang da hinten. Ja, ja, meine Karte ist jetzt sehr verzerrt, aber so macht Sinn. Jetzt passt auf, die Tür dürfte dann in den neuen Gang führen, in dem wir jetzt noch nicht waren. Okay. Aber die beiden hier müssten dann theoretisch beide wieder in den Ausgangsraum führen. Und hier ist eine Wand. Genau. Dann haben wir den Tempel fertig kartografiert. Perfekt. Eine perfekte, leicht verzerrte, seltsame Map von dem Mars hier. Mehr haben wir nicht. Ja, gut. Weißt du was? Hier. Ich gebe ihr mal die Kassette. Und jetzt benutzen wir die Kassette und den Rekorder. Und jetzt benutzen wir den Rekorder. Lies Rekorder. Gehört Melissa Kina Finger weg. Drücke Rekorder. Öffne Rekorder. Mist. Aber das geht, dass ich Rekorder und Datkassette kombiniere. Schalte ein Rekorder. Wiedergabe. Okay. Ich überlege halt die ganze Zeit wegen dem kaputten Podest hier. Aber irgendwie mit dem Rekorder werde ich ja auch nicht viel machen können, ne? Benutze Rekorder auf dem Sockel. Aber vielleicht kann ich ja irgendwie die... Das klappt nicht. Schalte ein Rekorder. Wartet mal. Jetzt habe ich tatsächlich eine Idee. Jetzt habe ich tatsächlich eine Idee. Ich meine, das wäre verdammt crazy, wenn das jetzt des Rätsels Lösung wäre. Aber ich könnte es mir schon vorstellen. Ich meine, jetzt versuchen wir es mal.
Weil immerhin hat das auch eine Aufnahmefunktion, das Ding, ne? Ihr versteht, glaube ich, schon, auf was ich hinaus will. Benutze Leiter. Schalte ein Rekorder Aufnahme. Es will nicht aufnehmen. Schalte ein Rekorder Aufnahme. Ah, schade, ey. Ich dachte, vielleicht könnte ich mit dem Rekorder die Frequenz aufnehmen. Vielleicht ist das DAT schreibgeschützt. Öffne Rekorder. DAT-Kassette. Lies DAT-Kassette. Razor and the Scumset, größter Hit in der Glob oder Krell. Drücke DAT-Kassette. Nichts passiert. Ziehe. Öffne. Schließe. Was ist die DAT-Kassette? Das klappt nicht. Nimm ab. Benutze. Also, ich überlege gerade. Ich meine, das Spiel ist aus den 80ern. Ich kenne ja die Technologie der 80er noch ganz gut. Bei so Kassetten, bei so Audiokassetten, die Jüngeren unter euch werden das nicht mehr wissen, das waren primitive Datenträger, auf denen konnte man Audiodaten speichern. Mit einem kleinen Tonband. Und oben hatten die einen Zapfen. So einen Plastikzapfen oben im Gehäuse. Und wenn man den rausgebrochen hat, dann waren die schreibgeschützt. Dann konnte man die nicht mehr überschreiben. Man konnte das umgehen, indem man, bestimmt gab es auch andere Methoden, ich habe immer nasse Taschentücher benutzt oder Klopapier und da reingestopft und trocknen lassen und dann hat es wieder funktioniert. Weil das war quasi so eine kleine Plastikklappe über einem Loch, die hat man mit einem Schraubenzieher rausgebrochen, dann war die Kassette für immer schreibgeschützt, aber eben mit irgendwas wieder mit Knetmasse wäre wahrscheinlich auch gegangen oder eben so nassen Zeitungspapier zustopfen. Und dann geht's wieder. Dann kann man es wieder überschreiben. Jetzt überlege ich, ob das irgendwie die Lösung wäre. Aber was hätten wir denn? Die Münze. Könnte es sein, dass ich die Münze reinstecken muss? Hier ist eine Münze. Was? Ich weiß immer nicht, wer ist bei denen. Benutze Münze DAT-Kassette. Das klappt nicht. Schade, Mensch. Die Idee ist so gut. Aber die Welt ist noch nicht bereit. Wenn ich irgendwo einen Zettel hätte oder so. Irgendwie. Aber vielleicht ist das Rätsel so ein ganz anderes. Eine DAT-Kassette kann ja, ist ja nicht unbedingt eine Kassette. Ich kann die auch nicht sehen, wie die aussieht oder sowas. Nee, keine Ahnung. Schade, schade. Vielleicht ist sie schreibgeschützt. Weil ich glaube, das mit der Frequenz aufnehmen ist gar keine blöde Idee. Aber das Ding will nicht aufnehmen, weil die DAT-Kassette schreibgeschützt ist. Wie gesagt, irgendwas müsste man wahrscheinlich irgendwie in ein Loch in der DAT-Kassette. Das könnte schon sein, dass das so ein zeitgemäßes Rätsel ist. Zeitgemäß ist nicht der richtige Begriff, aber eins, das man heute nicht mehr so versteht, wenn man keine Kassetten kennt. Aber vielleicht... Wie war das denn bei so Datenträgern? Aber das sieht schon aus wie eine richtige Kassette. Auch wie eine Videokassette oder so. Jetzt wartet mal. Ich gebe mal ganz kurz ein, ob es bei VHS einen anderen Kopierschutz gab als so eine Plastikklappe. VHS... Kopierschutz umgehen. Methode, die häufig empfohlen wird,
ist die Verwendung eines alten Videorekorders, der vor der Einführung bla 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 bla. Okay, anscheinend haben die dann mal irgendwie einen komischen Kopierschutz eingebaut, der Störsignale sendet, wenn man das irgendwie kopieren will oder sowas. Ein altes VHS-Ding wird uns hier aber nicht helfen. Naja, keine Ahnung. Das werden wir jetzt nicht lösen. Aber wir machen jetzt für heute mal Schluss. Heute haben wir viel geschafft, finde ich. Oder zumindest die letzten Folgen insgesamt haben wir viel geschafft. Das finde ich ziemlich cool. Aber ich glaube, jetzt muss ich mal eine Pause, eine Spielpause einlegen. Und dann mit klarem Kopf nochmal an die Sache rangehen und neue Anhaltspunkte suchen. Momentan weiß ich gerade überhaupt nicht, was wir als nächstes machen könnten. Naja, werden wir rausfinden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und macht die Tür hinter euch zu.